Heilungsamputation von Franz Greffer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Heilungsamputation. Es ist kein Zweifel, dass es in Paris, in London, in Petersburg, in Berlin, in München etc. Zahnärzte gibt. Es ist auch kein Zweifel, dass diese Ärzte, diese Zahnärzte, Zahndoktoren sind. Das heißt, wirkliche Zahnärzte. Und das heißt wieder Zahnheilkünstler. Von welchen die kranken Zähne geheilt, wiederhergestellt werden, möglichst wieder gesund und gut gemacht werden. Dass dem so sei, ist kein Zweifel. Es ist jedoch ferner kein Zweifel, dass die Zahnärzte nicht überall Zahnheilkünstler sind, Zahnheilende, sondern dass in gar manchen Gegenden die ganze gelehrte und heilkünstlerische Verfahrensart der Zahnärzte darin besteht, den kranken Zahn herauszureißen aus dem Munde. Wobei sie, nebenher gesagt, ein ganzes Sortiment künstlicher Zähne in Vorrat halten, welche sie mit aller möglichen Bereitwilligkeit und zu Recht zivilen Preisen einzusetzen geneigt sind. Es hat jemand einen Zahn, dieser schmerzt. Der jemand geht zum Zahnarzt. Der Zahnarzt besieht ein wenig den Zahn. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Zahn aus. Hätte man für jeden besonderen Teil des Körpers eigene Ärzte, so würde es sich ungefähr also verhalten. Es hat jemand einen Fuß. Dieser ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Er lässt den Fußarzt kommen. Der Fußarzt besieht ein wenig den Fuß. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Fuß aus. Es hat jemand einen Arm. Dieser ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Er lässt den Armarzt kommen. Der Armarzt besieht ein wenig den Arm. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Arm aus. Es hat jemand ein Ohr. Dieses ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Er lässt den Ohrenarzt kommen. Der Ohrenarzt besieht ein wenig das Ohr. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt ihm das Ohr aus. Es hat jemand eine Lunge. Diese ist, nun, geschwollen oder sonst beschädigt. Er lässt den Lungenarzt kommen. Dieser examiniert ein wenig die Lunge. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten die Lunge aus. Es hat jemand einen Magen. Dieser ist, nun, ruiniert oder halb ruiniert oder sonst beschädigt. Er lässt den Magenarzt kommen. Dieser examiniert ein wenig den Magen. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Magen aus. Es hat jemand einen Kopf. Dieser ist geschwollen oder gebrochen oder sonst beschädigt. Es ist Kopfweh da. Er lässt den Kopfarzt kommen. Der Arzt besieht ein wenig den Kopf. Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten den Kopf aus. Es hat jemand alle möglichen Glieder, die man nur immer zu haben pflegt, darunter einige Dupletten, Tripletten. Leider nicht von allen. Sie sind sämtlich geschwollen oder sonst beschädigt. Er lässt alle die einzelnen Gliederärzte kommen. Es sind ihrer 10 bis 20. Der Patient ist ganz bedeckt von ihnen. Sie können ihm gar nicht alle beikommen. Diese Herren besehen ein wenig diese Glieder.
Sie nehmen ihre Zangen, setzen an und reißen dem Patienten alle Glieder aus. In einem Nu existiert dieser jemand nicht mehr. Alles ist verschwunden, keine Spur mehr von ihm da. Es ist, als ob er nie existiert hätte. Wenn nun der Partikulararzt auch so verfährt wie der Zahnarzt, so kommen wir in 14 Tagen um unsere 15 Glieder, in denen das Geschäft des Zahndoktors darin besteht, den kranken Teil auszureißen. Das ist die Zahnarzneikunft. Ich will nur noch auf die lobenswerte Diskretion der Augenärzte hinweisen, welche oft jahrelang kurieren, bevor sie sich entschließen, von sich sagen zu lassen: Er nimmt eine Zange, setzt an und reißt dem Patienten das Auge aus. Kurz, der Zahnarzt ist der furchtbarste aller Ärzte. Ende von Heilungsamputation. Aufgenommen von Jule Niedermeyer.